Einmal im Monat treffen sich die Eiringer Plattsprecher, um die Sprache und den Ursprung des Dorfes für die folgenden Generationen festzuhalten. Und die ist gemacht worden in 1767. Also ein ganz altes Ding. Und eben hatte der Bündner die Korte mal ganz graut, mag sie mal ganz graut Kort. Hier sieht man also, das ist die Überschrote. Hier unten kommt der Erbe her und dieser blaue Strick hier drinnen, das ist der Verlauf von der Leitung. Bleiben zu wissen, was das ist die alle Waterversorgung für Dorf. Also dass auch die Lüde die Kinder geboren haben, dass die Lüde die Kinder geboren haben, dann auch ein Vater kam. Ja? Eiringer Platt wie handfast vergetten, denn der Alten sterben gut und die Jungen will nichts mal davon witten. Viel Frommete sind in Dorf gekommen, die haben uns das Platte nicht übernommen. Die haben mit ihren Kindern und Hauchdütz gemacht und Dormette das Platt unter Mode gebracht. Wir haben uns nie eigens anders besonnen und sind jeden Monat zusammengekommen. Wir haben alle Notizen gut für uns gemacht und so schon einiges an Lecht gebracht. Wir witten jetzt, wofür 100 Jahre die Bicke verlebt und dass der Nachtwaschter jede Stunde gut trebt.